habe eine Stirnlampe auf. Warum ist denn da ein Skelett? Weil es kann. Weil es Nacht ist. Ab ins Wasser mit dir. Ja, hier war Badwalk, wa? Ja, scheiße. Das ist ja Gaga! Das passt schon. Das ist nicht mal so schlecht, wenn da Badwalk ist. Doch, damit es symmetrisch wird mit den Steinwänden jetzt hier, weil ich jetzt ein leichtes Problem habe. Komm auf beiden Seiten nicht genau reingeglitscht. Mit den Steinwänden. Ist da noch was weg, ja? Hab ich den hier rangesnappt? Okay, mal hin. Auf, dich da jetzt hinterm Boot zu verstecken. Ja. So. Wie meinst du, Senpai? Ein Skelett. Achso. Ich wollte sagen, ich versteck mich nicht, ich versuche hier zu arbeiten. Yippie! Symmetrisch! Hast du gerade die Möwe erschossen oder den Berserker? Ah, den Schamanen, der da oben. Und er lebt noch. Ich sehe ihn aber gar ja, nicht. Ja, weil ich die mehr. Werkbank abgeschossen habe. Ah! Ach, Idiot, warum dachte ich gerade, der schlägt zu? Das ist ein Schamane, verdammt! Er ist nicht oh. Mr. Faust. Er kann schlagen. Ja, ich habe meinen Schamane lang genug leben lassen, dass er überhaupt zuschlagen konnte. Und ich habe schon ja keine Ausdauer. Lass mich ran, du hast das gleiche Problem wie ich. Wir haben beide keinen ausgeruht. Yep. So. Dann kommen wir hier auf eine Ebene, wo ich mit dir kämpfen kann, wenn es geht. So. Und schon wieder klauen, nur wie sammelt man. Jau. Moin. Für einmal Fenrir töten würde ich auch joinen. Ich sehe ihn an der Kim. Warum, Michi? Lass mich mal bitte kurz was probieren. Kann ich dir auch gleich sagen, warum warum ich das so mache? Achso, es war nur eins breit. Okay, ich sehe. Ja, ich sehe jetzt erst meinen Denkfehler. Wir wollten ja zwei breit machen. Nee, der Denkfehler ist, wir müssen ja von irgendwo mal ausgehend anfangen mit den Treppen hoch. Das heißt, ich brauche hier irgendwo mal eine Basis dafür. Ah, stimmt. Lol. Ne? Ja, hat er. Hat er wahr, hat er zwar keine Ahnung, aber hat er da gute Idee. Was hattest du denn da? Wollte ich auch gerade sagen. Oder wollte er schon es musikalisch sagen? Oh, bitte nicht singen, sonst höre ich das Bauen auf. Das mit dem Jackie hat noch nicht so geklappt, wie ich gerade sehe. Dark Leupel sitzt aber noch alleine im Saufgelage. Decker ist noch unten im Team 2. Oh. Und auf einmal sind die Leute draufgekommen, dass sie mal dieses verdammte Däumchen drücken sollen. Ich fasse es nicht. Im Stream klappt das, aber wenn ich über Wochen hinweg eine Nachricht da reinballer, klappt das nicht. Hast du eine Nachricht reingesteckt? Was ist für eine Nachricht? Und von was redest du? Um Discord. Michi? Jetzt reicht's. Jetzt gehe ich auf Klo. Steve Urkester, ich lass mir es nicht mehr länger gefallen. Ich gehe jetzt auf Klo. War ich das etwa?
Läuft momentan wieder auf Tele 5 jeden Tag, habe ich gesehen. Schweine reinlaufen auf Tele 5? Wie Ferkel. Ah. Ist es nicht alles unter einem Dach oder so? Nee, war das nicht ein Prinz von der Prinz von Bel Air? Nee, das war ja Will Smith und der. Aber da auch der auch mitgespielt, oder? Der mit der Brille, der Steve Urkel. Das war nicht Will Smith und das hieß wirklich alle unter einem Dach. Ja, der hat aber gerade gesagt, Prince of Bel-Air war ja mit Will Smith und Carlton. Genau, aber das war nicht in Steve Urkel. Steve Urkel war alle unter einem Dach und mit Will Smith, also Will in dem Sinne war die Rolle auch und Carlton war Prince of Bel-Air. Und ja, JD, ich weiß, du willst Stuhl-TV sehen, aber für ein paar Sekunden mache ich nicht Stuhl-TV rein, weil ich nur mal kurz schnell strönen möchte und ein Bier holen möchte. Wenn du Stuhl-TV haben willst, hol dir Level 3 Abo, dann kannst du jederzeit Stuhl als Emote ballern. Oh, war das eine billige Verkaufsmasche. Oh, war das billig. Meine Verhältnisse ist aber trotzdem relativ gut. Was? Robin. Robin, du musst mal schnell eine wichtige Aufgabe erfüllen. Dass ich die Leute erstmal sage, dass sie nicht rauchen sollen, also mir das nicht nachmachen sollen, weil es teuer und ungesund ist? Nee, wichtiger. Du musst mal schnell gucken, ob mehrer bei dir im Chat ist als Bauaufsicht. Ob das so in Ordnung ist, was ich mache. Was hat mehrer damit zu bestimmen? Weil mehrer Ahnung hat vom Bauen und wir nicht. Aber ist doch wichtig, dass es uns gefällt und nicht mehrer. Mehrer ist doch im Projekt nicht teilnehmend. Jedenfalls nicht offiziell, aber so. Sie hat ja Zugriff auf den Server, aber eigentlich mit einer ganz anderen Geschichte. Die wir immer noch nicht erfahren haben. Genau. Urkel und Mörtel? Nee. Was? Mörtel? Wie war das nochmal? Stufe 3, ja? Ja. Guck vorher mal in die Emotes, JD, und guck dir an, was ich meinte mit Level 3 Emotes. Dann geh ich jetzt zu Netto. Alles klar. Dann geh zu Netto. Also, Michi, ich sage, es passt so, wie du es machst. Ja, mach ja auch ich, ne? Machst du es eins oder zwei breit? Eins, oder? Ja, reicht eigentlich auch. Ja, reicht auch. Eins breit reicht. Naja, eins reicht. Passen zwei Leute nebeneinander, wenn sie nicht boxen und treten. Mach lieber zwei breit. Genau, Dark-Leute macht's gerade. Die Angst, die ich habe, wenn ich es zwei breit mache, ist, dass, wir nicht hochkommen von der Steigung her. Mhm. Ich meine, es kann sein, dass ich es nochmal... Wenn es nicht hinhaut, dann baue ich offscreen nochmal ein bisschen um und passe es an. Eins breit reicht. Vor allem hast du auch den Vorteil, wenn du eins breit machst, dann kriegst du es stabiler nach oben gesetzt und musst dich so breit bauen. Wenn du nämlich zwei breit machst, dann kannst du nämlich Arschkater haben, dass du wirklich alles untermauern musst und spätestens ab der zweiten Serpentine hast du da ein Problem. Ja, das geht schon. Ich mache es ja mit Terraforming mit dazu. Mhm. Ach so, das war die Cousine von Urkel, die Mörkel hieß. Okay, das wusste ich nicht mehr, aber was ich noch weiß, ist, dass, wenn er sein Tränkchen genommen hat, dass er dann Stefan hieß. Ach, wenn er dann der Coole wurde. Ach, shit, ey. Einmal breit sein reicht. Ja. Theoretisch, ja. So. So viel Rucht. Weiter geht's. Typisch bauen, ne? Alle halbe Stunde, Käffchen, Pause. Na, pass auf, dann würde ich mir jetzt einfach den Bauhammer schnappen und parallel zu dir die andere Seite bauen. Ja, genau, ich muss jetzt erstmal repariert gehen. Genau, ich geh jetzt erstmal. Und dann siehst du ja auch, ich hol mir Schluss mal schnell reparieren und ausgeruht Buff. Robin, muss ich aber erstmal hier hinten nochmal kurz hinkommen. Wo hinten? Beim Schweinstall?
Ja. Weil du was doch gemeint hast wegen die zweite Ausfahrt. Entschuldigung. Ach, Stefano? Nicht Stefan? Er hat die Insel weggemacht. Welche Insel? Ist ja wurscht, können wir wieder aufmachen. In die Richtung, die Insel. Warum? Ich hab hier das... Also, die dreieckige Insel hier fand ich schon ganz geil, weil dann hätte man in der Mitte so eine Art Torhaus bauen können. Als Einfahrt. Ja, Geleitschutz, wie auch immer. Da hatte ich auch einen Teil weggemacht. Aus Versehen. Also wie gesagt, ich hab hier nur alles glatt gemacht. Sonst nix. Da hab ich auch einen Teil weggemacht, das war, glaube ich, mein. Da war ich aber zu langsam. Ja, gut, dann war das Michi. Da muss ich dir nochmal treten nachher. Ich dreh gleich zurück. Warte, ich hau dir auf die Schulter als Wiedergutmachung. Geht schon wieder los hier. Mist. Jut, Schluss. Nein. Also die Insel, auf der wir hier draufstehen, wahrscheinlich auch wieder hier rüber ein bisschen auffüllen, die dreieckig machen. Weil dann kannst du nämlich sagen, hier dann, wieder den Durchbruch machen, dass hier der zweite Ausgang wäre, mehr oder weniger. Also dann von hier, also so wie ich jetzt gucke, in die Richtung. Genau. Okay. Oder du ziehst hier noch ein Dreieck durch und da, wo du gerade draufstehst, kannst du weggraben. Ja, das meine ich ja, weil das würde ich lieber hier weggraben. Ja, das war ja bloß der Schweinetrichter, dass wir die Level 1 hier rüber getrieben bekommen. Ah, doch, Stefan, okay. Wusste doch, der hieß Stefan, weil der das so komisch gesprochen hat. Ich kannte damals halt nur Stefan. War halt ein kleiner Junge, wo ich das erste Mal gesehen habe. Und der sagte immer Stefan. Und ich dachte mir so, warum spricht der so komisch aus? Ja, die Seite hier finde ich eigentlich ganz nice, wie sie gemacht wurde von der Begradigung. Und dann kann sogar die Insel, wo ich gerade draufstehe, auch mit weg mit der Werkbank. Dann passt das. Dann haben wir so ein schönes Dreieck und darauf können wir nochmal... So eine Mischung aus Leuchtturm und Schleusenwachturm bauen. Mhm. Von dem aus kann man ja dann einen Raid wegschießen zum Beispiel. Und da müssen wir uns nochmal überlegen, weil wir die Schweine von unten nach oben bekommen. Aber das ist dann was für den nächsten Stream, glaube ich. Oder für Off-Stream, mal gucken. So, ein ausgeruht Buff hat er immer noch nicht geholt. Nass ist er hoch. Hunger, Pipi, kalt. Mimimi. Spitzhacken werde ich mal noch reparieren vorher. Oder die eine zumindest, falls ich gleich nochmal viel graben muss. Das sah nämlich an der einen Stelle ziemlich so aus. So. Noch ein Zwergenauge weggesteckt. Klingt auch nicht richtig. In deinem Kopf vielleicht. Achso, Senpai, kann es sein, dass die 6 Edelholz, die mir vorhin zugeschmissen haben, dass das die Bank auf der Taverne waren? Ja. Du bist so ein Vogel, Alter, statt der einfach neu baut. Du hast kaputt gemacht und musst es wieder reparieren. Alter. Ich bin kein Baumeister, ich darf nicht. Eine Bank wirst du ja platzieren können, oder? Vor allem, wenn links und rechts schon ausgerichtet richtig rum alles steht. Sorry, ist nicht mein Beruf. Ich darf hier drin was... Was ist eigentlich dein Beruf? Den haben wir noch gar nicht zugeteilt, oder? Nee, noch gar nicht zugeteilt. Doch, Senpai ist immer Lockvogel bei dem bei Massenklatscherei in der Ebene. Er rennt immer vor und zieht das meiste vom Schildwall weg und wir erledigen den Rest. Das Traurige ist, bei uns mal mehr sterben als bei ihm. Aber das muss man Senpai wirklich lassen. Kämpfen kann er, ist ja auch durch Urso geschult worden. Ja, eins muss ich sagen, du bist ja auch besser als wie Fenrir, da hat er ja keine Chance gehabt. Du weißt, was das nachher heißt, oder? Wenn ich ihm das jetzt sage.
Warte ab, gleich kommt gerade hier so ein Channel wieder rein. Was hast du gesagt? Wie dein Schwert. Oh, ich kann nicht mehr schreien hier. So. Dann bin ich mal ganz kurz unten in dem Raum. Bin gleich wieder da. Wir lassen aber auch nicht locker, kann das sein? Nee, die lassen nicht mehr los. Ich merke. Fenrir? Ja? Ich habe es als Videobeweis, Senpai hat gerade gesagt, dass ich besser gekämpft hätte als du, weil du hast ja wenig drauf. Okay. Also weißt du nachher Arena-Kampf, ne? Jo. Alles klar. So, Senpai, auch wenn du 24 Stunden wach gewesen bist, du bleibst bis zum Arena-Kampf. Das war ernst, Michi, dass du mich jetzt einbaust hier? Das hat dir jetzt was gebracht, Michi? Einfach nur Spaß. Okay. Hat man es wenigstens gesehen im Stream? Ja. Gut. Das ist eigentlich teurer, die oder die? Große Frage, nimmst du gerade nur aus optischen Zwecken die kleineren Steine, weil die größeren kosten auf derselben Fläche weniger, ne? Ist das Absicht? Oder? So wie ich das mitbekommen habe, sind die auch von der Stabilität her wohl besser. Ah, okay. Ich meine, also auf derselben Höhe verbrauche ich jetzt hier mit den kleinen Steinen 8 Steine. Aber mit dem großen halt nur 6, ne? Ne, mit den großen 6. Der große kostet nur 6 Steine, okay. Aber ist genauso hoch. Nee, ich habe die im Endeffekt... Ja, ich habe die eigentlich genommen, weil ich wollte eigentlich die Platten, aber mit Platten hätte es scheiße ausgeschaut. Und deswegen habe ich die eigentlich genommen. Ah, okay. Hau rein, Darkloipe. Mach's gut. Schön, dass du da gewesen bist. Da ging Holz kaputt. Ich war's nicht. Ich hau nur auf deine rum. Da ging schon wieder Holz kaputt, ich war's wirklich nicht. Oder wie Steve Oerke sagen würde, war ich das etwa? Da geht ziemlich viel Holz kaputt, was... Achso, unsere ganzen... Tritthilfen. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel weggenommen. Vielleicht guckst du vielleicht mal wieder auf, scheißegal. Ja, weil du hast das Aufschnittding, ich hab's nicht. Wir haben uns eins davon. Traurigerweise. Was hast du dir? Keine Hacke gebaut? Doch, aber die wurde irgendwann geschreddert, glaube ich. Oder in alte Tools gepackt, jetzt finde ich sie nicht mehr wieder, weil alte Tools woanders ist. Dann bau dir eine neue. Zu faul. Es wäre zu einfach. Meine Michi hat ja so ein Ding in seinem Inventar. Er müsste ja nur mal gucken, ob das hoch genug ist oder nicht und dann aufschütten. Das Ding ist hoch genug, was ich in meinem Inventar habe, oder was meinst du? Ich habe keine Ahnung, um was es gerade geht. Es geht darum, dass ich hier eventuell ein bisschen zu viel Erde abgetragen habe, wo ich jetzt stehe. Sodass wir hier nicht mehr den Bodenbonus hätten. Ansonsten kann ich auch komplett ebenerdig machen unten, dass ich noch mehr Erde rausziehe da. Ja, schauen wir mal gleich. Moment, wo sind wir denn da? Oh, hey. Da hochzukommen, es wird verspannend auf die nächste Terrasse. Guck mal hier drunter, wo du jetzt draufstehst, da drunter, ob das blöd ist oder ob ich das so lassen soll oder nicht oder was auch immer. Warte mal, das können wir theoretisch noch. Wenn du mal. Okay, gut. Das wollte ich wissen, danke. Drehen. Mist. Hallo? Drehen? Danke.
Mann, wo ist denn der Typ schon wieder? Ich höre den die ganze Zeit, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da unten. Wasser, Wasser unten. Patz die. Froschkrampen. Ah, oh, Snap Points, wie ich sie hasse. Und sie mich auch. Was? Irgendwo haben wir da gerade einen Fehler gemacht. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wo. Doch, bei dir ist der Fehler. Du musst. Du bist hinten. Du hättest hier anfangen müssen. Das sind drei Elemente. Ja, du bist. Ja, aber du musst hier mit den Elementen anfangen. Du bist. Okay. Du musst genau auf derselben Höhe wie die Treppe wieder anfangen. Aber hier hinten war doch einer. Nee, schau so. Bei mir mal. Warte mal. Schau bei mir. Zwei Längen und du hast auch. Ach, du hast eine halbe Länge gemacht, also anderthalb Längen. Nee, zwei, aber auf der. Genau, aber auf dem anderen habe ich halt hochgebaut, dass man hinten die, das Zeug nicht sieht. Immer, dass wir symmetrisch rauskommen quasi. Weil dann haben wir immer zwei hier zum Laufen, das reicht eigentlich zum Wenden. Da muss ich auch die Steine hier anders setzen, weil da hast du sie ja längst und nicht quer gesetzt. Oder andersrum, quer und nicht längst. So. Alles gut, ich hatte mich nur gerade kurz mal gewundert. Ja, ich auch. Weil ich dachte eigentlich extra darauf geachtet zu haben und dann war es aber jetzt doch falsch. Boah. Aber da unten zwei Abstand, okay. Nur ist wieder symmetrisch. Ah, ich sehe nichts. Kamera. So, kommt der da weg? Das frisst mal so richtig Steine. Hat wie viel eine Voraussetzung? Oh, ich habe keine Steine mehr. Sag mal, haben wir hier irgendwie Zucker in der Tasche? Könnt ihr euch mal verpieseln? Gibt's doch nicht, ey. Ja, wo ist denn unser Leibwächter überhaupt? Ja, weiß ich nicht, was der schon wieder macht. Achso, da hinten rumgraben. Ne, ich bin gerade rum. Ich muss da alles reparieren. Okay. Es schaut schon nicht schlecht aus, so wenn man das von unten anguckt. Finde ich auch. Aber ich weiß nicht, ob es von der Höhe her hinkommt. Das ist noch das Problem. Und dann ist natürlich noch die entscheidende Frage, wie sieht es dann am Ende aus, wenn wir dann auch die Terrasse richtig ziehen, ne? Jetzt mal gerade bloß die Serpentine. Aber finde ich gut, dass du den Vorschlag angenommen hast mit der Serpentine, dass man die innen macht. Wie innen? Na, so wie wir es jetzt machen. Weil ursprünglich hatte ich so im Bild gehabt, dass die Serpentine von außen zu sehen ist und nicht von innen. Aber habe mich dann nochmal umentschieden, mehr oder weniger, weißt du? Ja, aber so dachte ich es von Anfang an, aber gut, das... Okay, ja. Da haben wir halt ein anderes Bild im Kopf gehabt, ne? Ja, natürlich, das ist immer, wenn zwei Leute sich dann was einbilden. Ja. Dann sind sie klug mit K. K-L-U-K. Ja. Dann haben wir, sind wir doppelt so gebildet wie andere. Nukula. Falsch gesetzt. So. Dann brauchen wir den. Den. Du machst ja immer drei Elemente hoch, ne? Genau. Geht aber ziemlich tief rein, ne? Wenn wir jetzt so weitermachen. Ja, wir müssen jetzt halt mal gucken. Wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt. Es kann schon sein, dass wir die Scheiße nochmal wegreißen müssen. Weil ich nicht weiß, wie wir rauskommen. Aber normalerweise müsste man dann... Es gäbe eine Alternative. Die Alternative ist halt einfach, dass wir dann jetzt hier nur noch in eine Richtung gehen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was wir machen können. Das hier auf meiner Seite hoch. Wir sind jetzt langsam auf der Höhe, wo die Terrasse entstehen soll, ne? Falls du es siehst. Nee. Ja, hier, ja. Das wäre noch eine Reihe, noch eine Etage. Dann ist es ja doch wieder so hoch, wie ich es vorhin angekündigt habe. Oder meinst du, es würde kacke aussehen? Es schaut auf jeden Fall scheiße aus. Hier unten ist es doch gewesen, eigentlich. Wo ich jetzt stehe. Wo Portal-Dingesbums hätte sein sollen. So, ich dachte hier oben, wo das andere ist.
Nee, das habe ich schon. Das alte habe ich weggerissen und hatte hier mit Kernholz probiert, damit ich hier mal die Richtung einigermaßen zur Orientierung hinbekomme mit dem Gerüst. Ja gut, dann machen wir hier halt dann jetzt da, wo wir fertig sind, dann gehen wir noch eins hoch. Noch und eins, dann machen wir halt hier auf der über den Berg, ne? Und dann hätten wir mich hier, das wollte ich mich auch gerade vorstellen, dass wir dann jetzt die Terrasse ziehen und dann gehen wir mit der nächsten Serpentine wieder weiter nach vor Richtung Wasser. Jetzt überlegt er. Ja, es wäre dann noch eine dritte Plattform, die entstehen würde. Genau. Weißt du, was das wäre? Eine riesige, riesige, riesige Küche. Aber nee, ist auch wieder Kacke. Oder was würdest du davon halten, wenn du eine Küche hättest mit zwei unterschiedlichen Höhen? Gar nichts. Nee, mir ist das wurscht im Endeffekt. Wäre egal, ja? Ja. Weil dann könnten wir unten bei der Küche die Wände mehr oder weniger aufbrechen und machen dir dann da vier Treppenelemente nach unten hin, dann die nächste Etage der Küche, wo du dann unten ein Küchenlager hättest und oben die Kochstellen, wenn du möchtest. Lass mich mal was probieren. Nee. Wir bauen Lass mich mal was Let me more what probieren hier. Coyote, die Idee so an sich ist, dass wir hier unten unseren Ankommenshafen haben. Von dort aus geht's auf eine Ebene mit Terrassen. Da wiederum haben wir dann sämtliche Portale, die wir brauchen. Also die wir häufig brauchen zumindest. Ein paar andere vielleicht noch irgendwo anders versteckt. Und von dort aus wiederum gehen dann noch weitere Serpentinen nach oben in unsere Hauptbase. So war die Grundidee. Und jetzt improvisieren wir gerade schon wieder so ein bisschen. Was aber normal ist bei so einem Projekt. Ja, wir haben halt nicht vorher drauf geachtet, wie es dann werden soll. Und deswegen steht halt die ganze Burg ein bisschen schief zum Rest. Mhm. Das ist momentan so das Problem an der Sache. Was genau probierst du denn gerade? Oder meintest du, probierst was? Hm. Scheiße, jetzt habe ich da keinen Steinmetz. Wer sagt denn, dass wir die Terrasse, damit es nicht ganz so scheiße ausschaut, wer sagt denn, dass wir die Terrasse eckig machen müssen? Und nicht so in einem halb, in so einem, hier quasi. Halbrund wäre sogar geil für die Portale, wenn wir die dann aus dem äußeren Rand stellen. Ja, I see. Das ist richtig geil. Ja, halt ich dachte, so dann ich dachte, der erste kommt auf die Idee, okay, wir müssen sie ja nicht, also eckig schon, aber eher rautenförmig, also das ist eine Ecke nach außen aus Wasser geht. Nee, halt in dem Endeffekt dann so nur aus dem mit den Platten. Da muss ich noch ein bisschen Terraforming machen. Und ich brauche noch einen Handwerkstisch hier. Wo ist denn der zweite? Hier unten, den brauche ich doch gar nicht. Ja, nicht mehr, nee. Obwohl, zum Reparieren brauchen wir den da unten, ne? Wenn zwischendurch was kommt. Nee, den Steinmetz brauche ich halt. Zum Bauen, ja klar, okay. Ich baue mal unten dann den zweiten Steinmetz wieder hin, wa? Achso, ich schmeiß dir hier mal ein paar Steine hin. Ne, einen haben wir ja da unten, der ist noch für dich da zum Bauen und ich stelle mir den anderen hier irgendwo her. Ich meine, da unten am Hafen selber werden wir auf lange Sicht so oder so einen brauchen, falls doch ein Raid durchkommt, ne? Zum Reparieren, man kann doch die Steine nur reparieren, wenn ein Steinmetz da steht. Ich bin nur zum Aufbauen, nur reparieren seid ihr zuständig. Ja. Nicht meine Aufgabe. Oh, was brauchen wir denn dafür? Das ist Handwerktisch. Wirst du wieder zur Seite geschubst, ne? Stein, Kohle, Holz, Kupfer. Oh, Kupfer? Oh, haben wir noch? Haben wir noch Kupfer? Ja, haben wir noch. So, dann wie viel Holz? 20. Ne? Ich sehe nichts. Ah, er hatte die Harzfackeln aufgestellt, der Fendrier, in seiner Schmiede. Oh, die Musik. Ja, Xaran. Oh, die Bad Gordi, von Hart bis Zart.